Einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Dienstag, den 10. März. Und wie Sie unlängst sicherlich mitbekommen haben werden, ist der Goldpreis hier weiter im Taumel begriffen, im Taumel des Abwärtssogs. Grund genug, uns diesen eben heute mal hier unter die Lupe zu nehmen, denn natürlich ist der Goldpreis auch aus der FX-Betrachtung heraus interessant. Für mich persönlich auch natürlich nach wie vor die älteste Währung der Welt, die hier überdies jede Papierwährung überlebt hat. Also insofern immer ein Blick wert und Gold ja ohnehin nicht nur aus Rohstoffzwecken, sondern eben auch aus finanzpolitischen Zwecken sehr, sehr interessant. Sie sehen hier oben den Tageschart, den werden wir wahrscheinlich nachher nochmal aufrollen. Ziehen wir jetzt mal lieber ins Große. Hier praktisch der jüngste Verlauf, auch der angenommene Verlauf, das wurde hier im JFD häufig propagiert in Anführungszeichen, also dahingehend, dass wir hier unterhalb von 1223, 1220 hier eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung erwartet haben, hier innerhalb dieses sehr, sehr steilen Abwärtstrendkanals, keine Frage. Das Level von rund 1070 ist dann jetzt auch schneller erreicht worden als erwartet. Das hing natürlich am Freitag hier mit den Non-Farm Payrolls, mit dem US-Arbeitsmarktbericht zusammen, der hier strotzte vor Kraft und die Zahlen hier im positiven Sinne hier bei Weitem überbot. Und das ist hier die Reaktion des Goldpreises, auch vor dem Hintergrund, dass es eben Leitzinsanhebungen in den USA geben könnte. Und das ja, ist derzeit ein Giftcocktail für den Goldpreis, der ihn hier sichtlich nach unten führt. Wir sind jetzt auch kurz daran, hier diese untere Abwärtstrendkanallinie zu durchbrechen. Und das ist jetzt die interessante Situation. Goldpreis heute von der Range her noch längst nicht da, wo er eigentlich sein könnte. Also wir haben aktuell 12,09 $ zurückgelegt. Im Schnitt sind es eben so 15, $16. Also hier können durchaus auch noch einige Dollars folgen. Der Punkt ist eben der, dass wir hier schon relativ gut gelaufen sind. Tatsache ist aber, diese einzige Unterstützung, die sie eigentlich sein sollte, ist jetzt aufgegeben worden mit aller Klarheit und ist jetzt, und das verwandeln wir gleich mal hier in einen entsprechenden Widerstand, jetzt hier sozusagen das Pullback-Level schlechthin. Also wenn der Goldpreis hier auch heute möglicherweise Rücksetzer vollziehen sollte, dann wäre hier oben die Luft recht dünn im Bereich 1170, 1167. Das ist so die Zone, die man sich mal vormerken sollte. In diesem Bereich wären hier Short-Engagements durchaus wieder zu bevorzugen. Natürlich kann es auch, und das ist der Hintergrund vor dieser Abwärtstrendlinie, dieser unteren Abwärtstrendkanallinie, die hier schon mehrfach eine Gegenbewegung einleitete, natürlich auch hier wieder zu einem Überschießen kommt. Doch je höher der hier rüberschießt, desto gefährlicher wird es auch in dem Fall für die Shorties, die dann eben hier unter Umständen abspringen könnten und einen Short Squeeze einleiten, der dann eben hier eine stärkere Erholung einleitet. Aber rein technisch bleibt unterhalb von 1170 die Lage jetzt erstmal kritisch. Im Zuge dieser unteren Abwärtstrendkanallinie kann es jetzt hier einen Abprall geben, ist aber wie gesagt eigentlich jetzt nicht das präferierte Szenario. Vielmehr sollten wir uns hier in diesem Bereich mehr oder weniger, mehr recht als schlecht, so ein bisschen seitwärts orientieren, um dann eben letztlich hier das Tief vom November bei 1132,01 anzusteuern. Das kann sehr, sehr schnell gehen. Im Prinzip kann auch natürlich hier direkt durchrauschen nach unten, gar keine Frage. Grundsätzlich das Bild hier also nach wie vor höchst, höchst bärisch und das zeichnet sich auch hier, hier durch diese Saisonalität ab, die ich jetzt mal hier noch zusätzlich mit in den Chart ziehe. Wir haben hier mit Vorausschau auf die kommenden 40 Tage eine weiter fallende Tendenz zu erwarten. Und insbesondere hier, Sie sehen es, Ende März sollte es mal einen Dip geben, um dann hier letztlich bis in den April hinein, Mitte April, hier nochmal einen deutlichen Rücksetzer zu sehen. Man kann sich vorstellen, dass das sicherlich nicht so lange dauern wird, um hier praktisch das Niveau von 1132 anzustopfen. Das wird früher der Fall sein. Aber wenn wir uns das größere Bild mal hier im Tagesschart ein Stück weit rausziehen, dann ist es natürlich so, dass der sicherlich dann hier von diesen Bereichen hier unten immer mal wieder einen Abprall vollzieht. Aber, meine lieben Zuschauer, es deutet doch viel darauf hin, dass wir nochmals in Richtung 1180, 1100, unter 1100 Dollar zurückfallen und hier die glatte Marke von 1000 Dollar hier uns ansteuern. Wir werden dazu heute auch noch einen größeren Check machen. Also Gold im Big Picture wird nachher noch folgen. Ich kann mich schon mal darauf freuen. Auch dann hier der US-Dollar-Index nochmal in der Beschau, der hier ja, sage ich mal, zusätzlichen Druck auf den Euro, sage ich schon, auf den Goldpreis ausübt.
insofern natürlich auch eine gewisse Gefahr darstellt. Und der US-Dollar-Index, der US-Dollar selbst, bricht hier weiterhin auf zu neuen Höhen. Und das dürfte sich hier mittel- bis langfristig auch fortsetzen können. Was das für den Goldpreis bedeutet, wie gesagt, das werden wir dann unter einem Long-Term-Modus im späteren Artikel betrachten. Jetzt hier kurzfristig die Situation in jedem Fall sehr, sehr hot. Reaktionen von diesem Level ausgehen könnten durchaus erfolgen, aber was, wenn der jetzt hier direkt durchrauscht? Ja, dann haben wir wahrscheinlich noch gegen Ende dieser Woche schon die Marke von 1132 auf der Uhr stehen. Um jetzt auch allen Bullen gerecht zu werden, mehr oder weniger, muss man natürlich sehen, wir haben hier oben diese Abwärtstrendlinie des Kanals und wir haben hier diese große Momentumkerze vom Freitag. Wir haben hier auch die kleinen Dochte und da vorsichtig ausgedrückt hier eine kleine Zone einzeichnen, die sich hier kurzfristiger Natur als Reaktionsfortsetzungssignal darstellen könnte, sofern der Preis hier rüber rauszieht. Ist aber wie gesagt allerdings derzeit nicht vorstellbar. Das wäre dann praktisch hier der schematische Weg, den der Goldpreis einschlagen könnte. Ist relativ singulär oder gleichlaufend hier mit dem dargestellten Verlauf von damals. Tatsächlich, wenn wir hier raufgehen, könnte es genauso einen Bewegungsimpuls geben, der jedoch hier meiner Meinung nach nicht das präferierte Szenario darstellt. Goldpreis also hier ganz klar wieder nach unten weggedreht und es scheint auch hier direkt weitergehen zu können. Das sowohl kurz- als auch mittel- bis langfristig. Warten wir ab, wann der Goldpreis sich überhaupt mal wieder stabilisieren kann. Die Vorzeichen sind aktuell, wie gesagt, denkbar günstig, ungünstig. Und insofern wollen wir mal sehen, was der Preis uns hier noch darbietet. Ich sage jetzt erstmal danke fürs Einschalten und wenn Sie mögen, nachher gibt es nochmal das JFD Live Trading TV, dann wieder mal dem DAX, dem wir uns hier mal die Aufmerksamkeit schenken wollen. Und insofern wünsche ich Ihnen jetzt noch einen schönen Morgen, gute Geschäfte und bis später, Ihr Christian Kämmerer.